Batteriebetrieben könnte diese Drohne etwa eine Stunde fliegen. Dank Wasserstofftank sind bis zu 4 Stunden möglich, denn diese Technologie ist leichter und hat einen höheren Energiegehalt. Künftig sollen Flugzeiten von bis zu 10 Stunden möglich sein. Wasserstoff gilt als Schlüsselelement für die Energiewende. Heute wurde die erste Wasserstoffmesse in der Stadt eröffnet. Aus Platzgründen ist die Messe von Bremen nach Hamburg umgezogen. Beim Thema Wasserstoff gilt Hamburg schon jetzt als einer der Vorreiter. Hamburg hat ja Pläne, die jetzt auch schon umgesetzt werden, es wird schon gebaut, um 40 Kilometer Wasserstoff-Pipeline-Netz zu bauen im Hafen. Und wir haben am Standort Moorburg einen Standort, wo ein großer Elektrolyseur gebaut wird, um von grünem Strom grünen Wasserstoff zu machen. Bis Wasserstoff im großen Stil produziert und gelagert werden kann, könnte es nach Expertenmeinung allerdings noch Jahrzehnte dauern. Große Herausforderung ist unter anderem die Lagerung, denn Wasserstoff muss entweder unter hohem Druck in Spezialbehälter gepresst oder als Flüssigkeit bei minus 253 Grad Celsius gelagert werden. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Finkenwerder erforschen und entwickeln Ingenieure Sensoren, wie die Lagerung sicherer gestaltet werden kann. Gerade in der Luftfahrt, in unser Institut sich sehr stark damit beschäftigt, Gewicht ist ein ganz großer Faktor. Und dafür müssen wir uns was ausdenken, was genau diese Anforderung erfüllt. In Hamburg gibt es zahlreiche Firmen, die sich mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Airbus entwickelt zum Beispiel zurzeit den ersten Wasserstoffjet, der mehrere hundert Passagiere befördern soll. Eines ist klar, an Wasserstoff führt kein Weg vorbei. Die Energiewende bedeutet natürlich an vielen Stellen, dass erstmal elektrifiziert wird. Wir haben elektrische Autos, wir haben Wärmepumpen. Das heißt, es gibt viele Bereiche, die werden elektrifiziert und dann kann man mit grünem Strom klimaneutral sein. Ja? Aber es gibt auch andere Bereiche, Metallproduktion hier in Hamburg, Kupfer und Stahl zum Beispiel oder Schiffe und Flugzeuge, die kann man eben nicht so leicht elektrifizieren. Dann werden die Fahrzeuge einfach zu schwer oder zu umständlich und da brauchen wir eben Wasserstoff oder Wasserstofftreibstoffe. Bis morgen erwarten die Veranstalter rund 15.000 Fachbesucher. Im kommenden Jahr soll die Messe dann deutlich wachsen. Hamburg will damit seinen Wasserstoffstandort weltweit noch bekannter machen.